Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich befinde mich heute einmal am Köstersee. Ich will heute noch mal so ein bisschen Feierabendangeln machen. Ein paar Stündchen hier, 3-4 Stündchen. Einfach mal probieren. Ja, heute war ja die Aktion hier, der Sonderbesatz vom LKW. Und vielleicht kriege ich noch so ein paar Fischchen hier auf den Schuppen. Mal schauen. Ich werde erstmal vorne anfangen. Und dann wird mal sehen, was geht. Wie immer, wenn ihr weitere Fragen habt, gerne als Kommentar da lassen. Und lasst mir ein kostenloses Abo da, kommentieren, ein Like. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So, mit Gummiköder anfangen, Spiro. 20 Gramm. Wenn wir versuchen, oben mal so ein bisschen zu schleppen. Mal gucken. Ich hatte mir ab Nachmittag gedacht, ach komm, gehst noch mal ein paar Stündchen raus. Und hatte mir dafür einmal jetzt den Köstersee ausgewählt. Es wurde am Morgen wirklich sehr gut gefangen und da hatte ich mir gedacht, bekomme ich denn überhaupt noch ein paar Fische? Ich dachte, ach, da ist genug reingekommen. Die Fische werden viel unterwegs sein und ich hatte erst mal vorne angefangen zu angeln. Ich sehe da die goldene, wie die hinter meinem Mevo-Blinker hinterher geht. Ja, warte mal, hier kommen zwei. Die wollen auch, die ist volle Pulle hinter meinem Blinker hinterher. Ah, zu kurz. Hatte so ein bisschen ausprobiert, aber wirklich vorne keine richtigen Kontakte bekommen. Und dann hat mich mein Weg so ein bisschen weiter nach rechts geführt. Der Wind drückte auch so ein bisschen, ja, so schräg hinten rein, aber eher auf die rechte Seite. Und ich merkte einfach so ein bisschen, dass hinten rechts oder nach rechts hin etwas mehr Bewegung war. Also hier, Totschläger kannst du auch nehmen. Ja klar, hier. Bitte, du, wenn ich rumlaufe, dann nehme ich alles mit in die Tasche. Ich kann ja nicht rumlaufen nur mit Kescher, das ist so. Und im Bereich der Bushaltestelle, so wird das einfach gesagt, die Stelle hatte sich Fische, ja, hatte ich nicht bemerkt, sondern der Jens hatte das bemerkt. Da zeigten sich die Fische doch weiter vorne und ich hatte gedacht, ach, gehst du mal in den Bereich, aber nimmst du dann mal einen Gummiköder, weil die Fische doch echt weit vorne standen. Ja, jetzt ein Bild. Ja. Nein, weg, weg. Schade. So Leute, ja, die erste, ja, Fisch scheint gerade hier zu sein, springen hier im Bereich, bisschen gesucht, ja, hier vorne wirklich am Rand springen sie rum, da wie wild, ja, aber auch auf einen Gummiköder echt wirklich Farben durchprobiert, eine Farbe hat funktioniert. So, Erfolgsköder, weiß-orange, also wirklich hier probiert, Gold, alles würde man denken, dunkel, nö, ja, grell-orange, also Fisch verloren und dann den nächsten Fisch drauf. Also sie scheinen wirklich hier in dem Bereich zu sein.
Oh, schon wieder bist. Ja. Alter, Leute. Nein, weg. Oh, shit. Das war eine größere. Oh, schade. Schade. So, was Gutes, kommt wieder rein. Da ist Fisch. Ja. Alter. Ein Wahnsinn. Alter, Fisch gesehen, angeworfen worden. Schwan. Geile Sache, geile Mark. Ja, hier scheint wohl echt viel Fisch zu sein. Nein, 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 komm doch. Schon wieder. Die hauen immer an. Ja, jetzt los. Ja, jetzt. Ja, läuft doch. So, Leute. Also, was ein Wahnsinn. Köder, Fisch ist hier. Also, ich habe gesucht und gesucht. Ja, zwei Stellenwechsel oder jetzt der dritte. Ja, läuft. Und aber die Farbe, wirklich, ihr habt hier gesehen, Fisch gebissen, wieder gesehen, angeworfen. Also hier scheinen wohl einige gerade unterwegs zu sein, deswegen muss ich schnell weiter angeln. So, also lasse ich natürlich drauf, aber der Wind scheint die wirklich hier rein zu drücken, vorne an der Kante. Ich sehe hier echt viel Fisch unterwegs, dass du hier... Es war wirklich unglaublich viel Fisch gerade hier. Ich habe wirklich jeden Wurf mehrere Kontakte bekommen. Aber sie bissen mittlerweile relativ spitz. Leute. Nein, schon wieder weg. Oh, die beißen ganz spitz, die Brüder. Schade, Mensch. Oh, schon wieder Biss. Kurz rein. Oh, ich glaub's nicht. Schwänzchen abgebissen! Schwänzchen abgebissen! Mal schauen, ob es die Farbe ist oder. Oh, ne. Pink auch. Leute, ihr seht das. Eine Hahn am Biss. Na, no, schon wieder weg. Ich glaub's nicht. Hm. Jetzt zur Seite angeschlagen. Mensch, schau doch mal nach oben an. Mann. Oh, hat sie sogar. Hier, oh, ganzer Schwarm. Nein, der ist kaputt gegangen. Haben sie kaputt abgefressen. Die Hälfte ab. Abgebissen. Ja, mit Gummi, genau. Haha. Weiß-Orange gewechselt sofort. Ja, Leute, so einfach kann es gar nicht gehen, wenn man raus hat, was sie wollen. So, Leute, Haken ganz weit vorne drin, Gummiköder auf der Schnur, wirklich schöne Pisse. Also geben wirklich Gas, aber weiß-orange beste Farbe gerade. So, ich muss schnell weiter angeln. So, weiß-orange auch beste Farbe gerade. Mit Spiro
kann man natürlich ein bisschen weiter werfen. Und jo, 1, 2, 3, 4, 5. Wir hatten sie mittlerweile dann auch zu dritt ja relativ gut beackert und das merkten auch die Fische. Aber auch der Wind hatte nachgelassen und dann verzogen sich so ein bisschen die Fische, aber wir waren dennoch zufrieden. Ah, Mensch, Kacke! Aha. Schwarm ist jetzt weiter. Ah, nee, schon wieder weg. Oh, ich krieg's nicht hin. Wie immer, wenn ihr wissen wollt, welches Material ich gefischt habe, schaut meine Videobeschreibung und meine Gümmelköder, Haken, Snaps und Spoons kriegt ihr bei Kleinanzeigen. Bock auf Forelle. So Leute, habe Feierabend. Ja, Fisch hier vorne gefunden, also wirklich viel ausprobiert. Man muss es suchen, der Schwarm. Die sind immer so ein bisschen umhergezogen. Morgens natürlich, die ersten Stunden waren die besten, aber ja, da lache ich noch im Bett. Und ja, habe mir jetzt gedacht zum Nachmittag. Aber hat sich dennoch gelohnt. Ich habe auf dem Gummiköder ja Fisch gekriegt, also macht Spaß, gerade am großen See. Fische sind vorne gewesen, gesehen, Bomben angeworfen. Also witzig, ja, ist einiges noch drin geblieben. Viele goldene, man sieht ja auch, ich habe noch gesehen, so ein Schwarm, 20, 30 Fische mindestens waren da. Also ist genug drin. Wie immer, wenn ihr weitere Fragen habt, gerne als Kommentar da lassen und lasst mir ein kostenloses Abo da, kommentieren, Like. Und ihr seht mich beim nächsten Video. Ciao!